Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Warface Breakout. Ja, diesmal sind wir wieder auf der Karte Oasis. Und ja, beim letzten Mal waren wir ja hier auch schon. Und mal sehen, wie diese Runde wird. Ja, beim letzten Mal waren wir ja zu Beginn direkt Angreifer. Ja, und da waren wir ja auch mehr oder weniger das dominierende Team. Mal sehen, wie es jetzt hier ausgehen wird. Und ich fühle mich gerade ehrlich gesagt hier nicht so wohl, ja. Ja, da hat es mich leider erwischt. Ja, ich habe schon ein ungutes Gefühl gehabt hier gerade, weil ich hier bei A die ganze Zeit alleine war gerade. Nun gut, der Sieg sollte trotzdem in der ersten Runde jetzt hier an unser Team gehen. Ja. Bei uns leben gerade noch drei, bei den Gegnern nur noch einer. Ich glaube, die schaffen das eventuell. Ja, es hat jetzt leider gerade blöd gelaufen, so für mich. Ich habe ihm auf jeden Fall auch Schaden zugefügt, ja, aber hat halt leider nicht dazu gereicht, um ihn fertig zu machen. Auf der Karte fühle ich mich persönlich auch noch ein bisschen unsicher, ja. Meine Lieblingskarte ist bis jetzt die Karte, wo ich zum allerersten Mal war, wo ich die allerersten Folgen drauf war. Ich weiß leider den Namen nicht von der Karte. Aber der eine oder andere, der das Projekt jetzt schon seit Beginn an oder schon länger verfolgt, weiß, was für eine ich meine. Und ich habe jetzt leider gerade die falsche MP ausgewählt. Denn ich wollte gerade eigentlich meine Salven-MP nehmen. Ja, und leider rennen wieder alle von meinem Team rüber zu B und nicht mit zu A. Mal wenigstens einer noch mit. Wodurch ich jetzt wieder hier alleine bin. So, einmal hier rum. Wo ist das denn hier für ein Gang? Den habe ich ja zuvor noch nie gesehen. So. Jawohl. Ein Kill gemacht. Wir rennen mal lieber zurück. Sehr schön. Runde 2 haben wir jetzt auch gewonnen. Ja, jetzt habe ich sogar auch einen Kill noch mitgemacht. Sehr schön. So. Ich kaufe mir jetzt mal meine andere MP, die ich sonst immer gespielt habe. Sehr schön. Und noch ganz kurz granatenmäßig war es sehr schön. Gut, soweit bin ich jetzt eigentlich erstmal ausgerüstet. Jetzt laufe ich mal mit den anderen Jungs mit rüber zu B, würde ich sagen. So. Dort vorne wird bestimmt gleich einer kommen. So, ich laufe mal hier herum. Noch drei Feinde leben. Okay, geht's gar nicht lang, das wusste ich jetzt nicht. Einer nur noch. Da hinten höre ich, glaube ich, was. Ja, hier wurde auch einer erledigt von unserem Team. Dort hinten. Sehr schön. So, alle sind erledigt. Gut, diese Runde geht auch wieder an uns. So kann es gerade gerne weitergehen. Ja, dazu muss ich auch ganz klar sagen, die armen Feinde von uns, die haben leider ein weniger. Ja, ist natürlich ein bisschen unfair. Da ist einer nämlich rausgegangen. Okay, nein, jetzt ist wieder ein neuer mit bei denen drin. So, ich laufe mal hier entlang. Ich will nochmal bei der Kanalisation hier lang laufen. Oh, oh. Ah, hier muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. So. Vorsichtig hier hoch. Hier lang. Los. Okay, mein Mate hat hier gerade zwei ausgeschaltet, oder er ausgeschaltet. Jetzt komme ich. Mal sehen, vielleicht schalte ich den aus, der ihn ausgeschaltet hat. Ja, schalte ich auch. Sehr schön. Jawohl, drei Kills habe ich jetzt schon. Ich sehe auch gerade, ich bin der zweitbeste in meinem Team. Ja, läuft sehr gut. Läuft wirklich sehr, sehr gut gerade. Ja, und ich liebe diese MP mit den Salven. Ich hoffe, wir bekommen mal für die eine Tarnung. Hoffe ich wirklich sehr. Weil ich feiere halt einfach diese MP hier. So, da wird bestimmt gleich einer kommen. Nein! Ah! Knappe Sache, knappe Sache. Wow. Granate einmal dorthinter. So. Gut. Ich folge dem Kollegen hier. Gut,
dass er danach gerade so überlebt. Der Kollege. Oh nein! Ah! Da vorne stehen zwei Mann. Ich bin gerade voll reingerannt. Ah, schade. Ja. Ja, war leider ein bisschen eigene Dummheit gerade. Da habe ich ein bisschen zu viel Blut geleckt, ja, und wollte jetzt Vorrunde noch einen Kill machen. Aber, ja. Trotzdem gute Runde hier bis jetzt. Ja, ich glaube, diese Runde geht vielleicht sogar mal der Sieg an die Gegner, oder? Oder auch doch nicht. Nein. Oder auch noch nicht. Gut, 5-0 steht es. Jetzt sind wir hier die anderen. Ah nein, wir sind doch nicht die Angreifer, wir sind immer noch Verteidiger. Stimmt, ich bin ja gerade drauf gegangen, deswegen muss ich neue Waffen holen. So. Noch ganz kurz Granate, so. Gut. Bin soweit wieder ausgerüstet. Ich renne jetzt wieder mit rüber zu B. Da habe ich jetzt auf jeden Fall eine Granate gehört, ja. Hier einmal vorsichtig herumgehen. Selten. Jawohl, ein schöner Kopfschuss. Vorsichtig hier herum. Da hinten. Jawohl, noch ein Kill. Der war aber, glaube ich, auf jeden Fall schon verletzt. Da hinten. Schnellfeuerpistole. Oh. Oh. Zwei gegen zwei heißt es auf jeden Fall gerade. Jetzt eins gegen eins. Ah, ich glaube, ich schaffe das vielleicht nicht mehr. Weil ich habe auf jeden Fall schon ein paar kleine Treffer abbekommen. So. Ich laufe mal ein bisschen hier lang. Sehe aktuell keinen. Und höre auch keinen. Ich bin mir sicher, da ist hier bei B irgendwo. Bombe entschärfen. Die Bombe wurde platziert. Okay, wo denn? Oh. Einmal hier rum. Hellöle. Hier unten lang. So. Normalerweise wird auch eigentlich angezeigt, wo die Bombe platziert worden ist, oder irre ich mich da? Ja, geht jetzt leider noch hoch. Schade. Zu spät leider jetzt gekommen. Aber ich habe immerhin noch den einen Typen ausgeschaltet. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja. Oder habe ich nicht gesehen, wo das angezeigt wird? Ich dachte eigentlich, wird das angezeigt, bei welcher Bombe. Also bei welchem Ort A oder B das platziert worden ist, aber bei beiden Dingern steht einfach immer noch suchen. Ich weiß es gerade gar nicht, wie das da war. Oh. So, jetzt nach vorne ein Stückchen. Da ist einer lang gelaufen. Ich lade mal ganz kurz nach. Einfach um ein volles Magazin zu haben. Okay, jetzt rum. Halt, Granate einmal dahinter. Ich war leider noch nie hier oben. Dort oben will ich mal lang laufen. Oh, meine Augen. Oh, 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 oh. Ich glaube, hiermit komme ich nach oben, oder? Nein. Da muss es irgendwann an der anderen Seite dort hochgehen. Oh. Einmal hier lang. Oh, wir kommen gar nicht dorthin. Oh. Oh, Hilfe. Ah, das war sogar der letzte Feind gerade, den ich hier ausgeschaltet habe. Sehr schön. Das war aber auf jeden Fall knapp. Seine Granate hat mich fast hochgejagt. Jetzt sind wir hier die Angreifer. Und ich nehme auch jetzt einfach mal, ja, wieder die CZ-75. Die finde ich eigentlich ganz okay. Aber den Revolver will ich eigentlich auch ganz gerne mal ein bisschen mehr spielen. Habe ich bis jetzt nämlich noch nicht so oft angerührt. Komm, zeig dich bitte. Ja. Hab leider ein bisschen zu zeitig gerade gefeuert. Ich hätte vielleicht noch ein kleines bisschen warten müssen. Dann hätte ich ihn vielleicht wegholen gerade gut können.
Mal sehen, vielleicht kann ich jetzt von hinten angreifen irgendwie und die Büschen flankieren. Schauen wir mal. So. Moment. Schnell da runter. Schnell da runter. Jungs, eure Unterstützung kommt. Hier ist der Feind. So. Zack. Sehr schön. Das wäre geschafft. Sehr gut. Diese Runde auch wieder ein Sieg. 9 Kills habe ich mittlerweile. So. Und jetzt hole ich mir mal hier die AK. Ja, denn die habe ich noch nicht allzu oft gespielt. Bei den Angreifern gefällt mir am besten ja die allerletzte MP. Ja, aber auch nicht unbedingt so sehr. Und ich möchte ja sowieso auch mal ein bisschen mehr rumprobieren, was die Waffen betrifft. Deswegen jetzt mal hier die AK. Das Visier muss ich vielleicht bloß mal noch austauschen. Ist jetzt nicht unbedingt so meins. Oh nein, ah, schade. Ja, schade, schade. Ich habe ihn aber auf jeden Fall auch ganz gut angeschossen eigentlich. Ja, diesmal wurde ich aber leider erledigt. Aber macht ja nichts. Ja. So. Niederlage. Jetzt steht es 7-2. Wir haben aber trotzdem noch die Führung. Ich hole mir jetzt mal meine MP, aber trotzdem mal lieber wieder hier. Und pistolentechnisch einfach mal die Charlie. So. Einfach mal die Charlie habe ich jetzt noch mitgenommen. Ich folge meinen Jungs hier mit zur B. Auch wenn ich dazu sagen muss, diesen Weg hier, den finde ich irgendwie absolut gefährlich. Das muss ich jetzt schon ganz klar so sagen. Ich werde wahrscheinlich hier in nächster Zeit probieren, wenn ich immer mal wieder auf der Karte bin, nicht dort lang zu laufen. Ja, irgendwie vielleicht einen anderen Weg zu nehmen, weil irgendwie gefällt mir das absolut gar nicht, so lang zu laufen. Dort wird man halt meistens schon erwartet. So, und ich habe auf jeden Fall die Bombe platziert. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze noch beschützen. So, ich bleibe erstmal hier sitzen. Oh. Moment dort! Ja, gerade so noch. Jetzt wurde ich angeschossen. Mist. Aber oh, mein Partner hat ihn. Sehr gut, ja. Das hat er gut gemacht. Genau nachdem ich draufgegangen bin, ihn noch ein bisschen angeschossen hatte, hat er ihn mit dem Messer erledigt. Sehr gut. Sieg geht an uns. Und damit eine erfolgreiche Runde gewesen. Zweitbester auch im Team. Sehr schön, ja. Das war eine schöne actiongeladene Runde hier auf der Karte Oasis. Gut, dann schauen wir jetzt mal wegen noch einer kleinen Kiste, würde ich sagen. Und dann, ja, tun wir mal schauen, dass wir was Schönes eventuell rausbekommen. Ja, wäre schön, wenn es einen Skin jetzt gäbe hier, der für eine unserer Waffen ist, halt, die ich am liebsten spiele. So, ich habe jetzt hier eine Herausforderungskarte und eine Breakout-Box wieder. So, einmal schließen das Menü und Kiste öffnen. So, komm her. Komm zu Daddy. Na, was gibst du? Ein Messerskin, okay. Ja, nehme ich auch. Nehme ich auch gerne. So. Den Skin rüste ich auch direkt mal noch aus. Nahkampf. Hier haben wir ihn. Ach nein, das ist kein Skin, sondern ein anderes Messer. Ja, das ist ein komplett anderes Messer. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, und hier gibt es auch ganz viele unterschiedliche andere Dinge noch. Hoi, 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 gibt viele Messer. Ganz viele unterschiedliche Formen und auch Farben. Das sieht schön aus. Das auch.
Das gefällt mir auch. Das hat so ein bisschen was Hightech-mäßiges, wie ich finde. Also das sieht so modernmäßig aus. Das sieht auch cool aus. Ja, gibt viele ganz coole Dinge eigentlich dort. Helm, Weste. Apropos da möchte ich auch unbedingt mal noch ein bisschen mich umziehen, sage ich jetzt mal dazu. Hier gibt es vor allem auch richtig cooles Zeug. Ja, der Helm sieht nicht schlecht aus. Was gibt's denn da für Westen? Die schwarze Weste hier gefällt mir. Ja, habe halt jetzt eh noch nicht solches Zeug. Aber nun gut, ja, war wieder eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat die auch wieder ein wenig gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.